Junction Point. Blitz Games. Havoc. Game War. Where? Autodesk. Und Disney. Präsentieren Disney Mickey Epic 2. Die Macht der... Ach nee, Disney Mickey Epic, die Macht der 2. So rum ist es richtig. Es ist eine Demo. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Reihe auf meinem Kanal. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie ich sie nennen werde, ihr werdet es dann im Titel sehen, irgendwie sowas wie der Stundenzock oder eine Stunde angezockt oder irgendwie sowas in der Art. Ja, keine Ahnung genau, wie es heißen soll, irgendwie sowas in der Art halt. Ich erkläre das hier mal kurz. Da wir sehen hier im Hintergrund schon was laufen. Na, da labert wer, das möchten wir nicht laufen lassen. Ich erkläre mal kurz, was ich hier machen werde. Und zwar gibt es hier bei PlayStation Network ja oft mal so eine Testvollversion. Das heißt, für einen begrenzten Zeitraum oder für maximal eine Stunde kann man hier ein Spiel anprobieren. Also quasi in der Vollversion. Und ja, da habe ich mir so gedacht, komm, wenn du dir sowas schnappst oder mal irgendein Spiel, was du jetzt nicht let's playen willst, aber mal so zeigen möchtest, dann schnappst du dir das und versuchst das halt hauptsächlich blind irgendwie mal so eine Stunde anzuspielen. Da fallen dann auch sowas wie diese Demos hier ran, die werden wahrscheinlich keine ganze Stunde gehen, weil es halt nur eine Demo, ne? Die sind halt meistens nur etwas kürzer und etwas begrenzter halt. Und ja, da werde ich so ab und zu mal was bringen. Ich weiß nicht, regelmäßig wird es nicht kommen. Ich werde versuchen, mindestens alle 2 Wochen mal so ein Part hochzuladen. Und es kann auch mal sein, dass 2 Parts pro Woche kommen. Keine Ahnung, je nachdem, wie viel ich gerade aufgenommen habe. Und ja, so bei normalen Spielen versuche ich mich so einer Stunde zu orientieren. Kann auch mal mehr werden, wenn mir das Spiel besonders gut gefällt oder gerade irgendwie ein spannender Punkt ist. Und so eine Demo versuche ich natürlich für euch durchzuspielen. Es wird dann alles immer in ungefähr einen Part rausgebracht. Es kann auch mal sein, dass ein Projekt mehrfach vorkommt. Wenn es mir zum Beispiel Spaß gemacht hat, dass ich dann sage, komm, ich spiele jetzt eine Stunde, dann bringe ich mal 2, 3 andere Projekte dazwischen, dann kommt das nochmal eine Stunde davon. Werdet ihr dann ja alles sehen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, komm, die Disney Mickey Epic, ja, 2 Dingens hier, gibt es gerade eine Demo von und dann zeige ich euch die einfach mal. Und damit fangen wir dann gleich mal an. So, es ist heute ziemlich früh am Morgen, deswegen... Vor nicht allzu langer Zeit entdeckte eine tapfere, aber freche Maus eine Welt, die ich für vergessene Tools erschaffen hatte. Die Maus musste sich vielen Herausforderungen und Entscheidungen stellen. Aber am Ende rettete sie Wasteland vor der völligen Zerstörung. Mit Hilfe ihres neuen Freundes Oswald, dem glücklichen Hasen. Mit Oswald an ihrer Seite triumphierte das Gute über das Böse. Familie wurde zusammengeführt. Das war der erste Teil. Das war erst der Anfang. Als die vergessenen Tools ihr Zuhause wieder errichteten, lauerte weiterer Verdruss schon hinter der nächsten Ecke. Steht ein anderer Mann. Ich bekenne meinen Irrtum und nun hört den neuen Plan. Ich will Wasteland nicht erobern, das hatten wir doch schon. Es geht um Wiederaufbau, da hat jeder was davon. Und das könnt ihr mir glauben, denn ich will euch nichts vormachen. Es gibt Ärger in der Schlucht, da haben wir bald nichts mehr zu lachen. Helft mir, helft euch, nur so geht es vorwärts. Sucht hier, sucht euch einen
großen Herz. Passt auf, ihr in der Mietzeit, ihr Vater und Bär und Bär. Miese, starke Kreaturen sind auf dem Weg hierher. Ich wär schon hergekommen, doch war mein Glück kurios. Denn auf dem Weg zu euch brach dieses Beben plötzlich los. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr, ihr habt mein Wort gehört. Wenn wir nicht fest zusammenstehen, wird Wasteland bald zerstört. Helft mir, helft euch, diese Welt wird gerettet sein. Sucht mit mir ein Help in deinem Herz, so groß und klein. Helft mir, helft euch, auch Glück gehört dazu. Zeig mir diesen Helden, bist es du oder du oder du oder du. Oswald, holen wir uns unser Herz wieder zurück. Gemeinsam sind wir Helden, eine zweite Chance bringt oft das große Glück. So kehrten Hortensia und Gas wieder ins Schloss zurück, um in diesen schweren Zeiten einen Tun um Hilfe zu bitten. Okay, dann geht's jetzt los. Schon mal ein sehr Disney-typischer Anfang mit dem Gesang und was weiß ich. Ja, das Ding ist an. Ja. Gut, was ich sagen wollte, es ist hier früher Morgen, deswegen kann es sein, dass ich... Ja, ist ja gut. Deswegen kann es sein, dass ich heute etwas verpeilter bin als sonst auch, aber... Ist ja auch nur eine Demo, da kann man sich ja blöd anstellen. Hi, Gas. Der neugierige Eindringling betrat erneut meine Werkstatt mit nur einem Ziel im Sinn, einen magischen Pinsel zu finden und an sich zu nehmen. Okay. Wir haben den Zauberlehrling-Hut. Auch die lustigen Figuren kennt man aus Mickys Abenteuern. Was kann ich hier machen? Okay. Ist wahrscheinlich sowas, eine Art... Ja, was weiß ich, Münzen in anderen Spielen oder so. Boah. So ein bisschen... Räuspern muss ich mich, das tut mir leid. Was können wir hier machen? Links um zu springen, links um erneut zu springen. Okay, Doppeljump. Das kennt man ja. Ah, hier hoch, okay. Springen wir da mal rein. Plötzlich eröffnete sich ihm ein ganzer Kosmos aus von Pinsel, Farbe und Verdünner entworfener Fantasie. Mit dem Pinsel in der Hand erkannte Mickey, dass die Sterne nur darauf warteten, zum Leben erweckt zu werden. Sie brauchten nur Farbe, um noch einmal zu tanzen. Okay, was auch immer das ist. Also ich habe den ersten Teil nicht gespielt, das kann ich dazu ja schon mal sagen.
Aber ich habe bei einem Freund was davon gesehen. Das heißt, ich weiß ungefähr, wie das lief. Und ich weiß auch, dass ich da Kritik drüber gehört hatte, dass es wohl für ein Disney-Spiel viel zu düster gewesen wäre. Und das hat man hier anscheinend schon zu Beginn gleich verbessert. Weil das sieht doch sehr farbenfroh aus, was ich hier sehe. Und sehr Disney-typisch. Ja. Okay, dann mal rein. Oder raus. Aus dieser komischen Sphäre hier. Wieder zu Hause angekommen, hätte sich Mickey sicher fühlen müssen. Er blickte auf den Pinsel hinab und fragte sich, ob der Verdünner ihm dabei helfen würde, sein Unbehagen zu enträtseln. Okay. Der Verdünner macht das Zeug also wieder weg. Okay. Verstehe ich zwar gerade nicht, was das so viel bringt. Ah, wir können jetzt da durch. Okay. Manche Tonfarben fordern einen gleichbleibenden Strahl aus dem Pinsel zu. Okay. Hätte ich zu. Ach so, okay. Eins von beiden, nicht beides gleichzeitig. Das macht Sinn. Okay, wir haben keine Farbe mehr. Ah, wir beschützen den Pferd, okay. Ah. Okay. Wow. So. Ah, nein, bitte, dass ich stehe. Verrückt geworden, Mickey. So, wieder so. Ich gehe rüber, oder muss ich hier rein? Ich gehe erstmal hier rein. Was würde Mickey mit einem magischen Pinsel tun? Würde er die Welt anmalen oder sie bis zur Bedeutungslosigkeit verdünnen? Die Entscheidung lag bei ihm. Also gut oder böse? Wir wählen natürlich Mickey. Und der ist gut. Eine Truhe. Was ich in dieser Truhe wohl befinden mag? Ein Mausterwerk-Anstecker. Wir sind wieder zurück. Und enthüllen die Karte. Von Jens Hit, weil hier sein Hut liegt, denke ich mal, das ist seine. Der hat ja auch am Anfang gesagt, dass er diese Welt der Toons erschaffen hat, also für die vergessenen Toons. So die Story vom ersten Teil kenne ich. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie ausgegangen ist, aber wird wohl ein Happy End gegeben haben, ne? Ist ja Disney. Wo könnte er bloß stecken? Er müsste inzwischen zurück sein. Herrje, was für eine Spitzenlandung! Na, da freue ich mich aber, euch zu sehen. Was gibt's Neues? Du kommst gerade rechtzeitig, Mickey. Wasteland wird langsam wieder inaktiv und nach all dem Schaden durch das Beben... Nicht nur das. Auch der Mad Doctor ist zurück. Ach ja? Und wo steckt Oswald? Gleich hier. Deinetwegen habe ich mir solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber ich habe mit dem Doc gesprochen. Er wollte uns davor warnen, dass wir von bösen Wesen angegriffen werden. Er meinte, sie seien halb Phantom, halb Animatronic und ganz böse. Er führt irgendwas im Schilde, ich weiß es. Ach was, Hortensia, hat nicht jeder eine zweite Chance verdient? Wie wär's, wenn wir der Sache auf den Grund gehen? Wo ist der Mad Doctor? Er hilft uns bei den Reparaturen auf der Main Street, aber das Beben hat den Projektoren arg zugesetzt, also müssen wir den Zug nehmen. Na, wenn du wirklich darauf bestehst, mit dem Mad Doctor zu sprechen... Schnell! Wir müssen von hier weg, bevor das gesamte Schloss einstürzt!
drücke auf... Okay, wie kann man mit zwei Spielern spielen? Das ist jetzt nicht möglich. Also möglich ist es schon, aber ich kann es jetzt gerade schlecht machen. Okay, auch so unwichtige Stücke kann man hier einfach mal wieder mit Farbe besprühen oder ganz auslöschen, wie man will. Das ist durchaus ein Pluspunkt, das kann man schon mal so sagen. Das Spiel gefällt mir sowieso ganz gut, diese Zwischensequenzen, die wir da eben gesehen haben. Ich weiß zwar nicht, warum das da leuchtet, aber gut. Oswald, mach einen Doppelsprung. Ja, deshalb. Oswald, mach mal. Oder kann ich wechseln irgendwie? Habe ich was verpasst? Kann ich irgendwie den Charakter wechseln? Nicht so aus. Oh, kann ich auch nichts mit Farbe beschwören? Okay, ich kann aber hier lang. Das Schloss kracht zusammen. Wir müssen hier weg. Ja, wir müssen hier weg. Ich weiß. Aber ich mache hier doch erstmal alles wieder heile. Beeilt euch, ihr Trantypen. Hortensia! Glaubst du, sie hat es geschafft? Komm, wir müssen sie suchen gehen. Ja, machen wir. Ach du meine Güte. Ich wette, ihr kommt über diesen Balkon von hier weg. Okay, ich fand auch diese Zwischensequenzen da gut. Aha. Kreis gedrückt, um Oswald zu rufen. Geh rüber zu Oswald und heb ihn hoch, damit er sich orientieren kann. Okay. Das hat ja gepasst. Hüpf darauf und los geht's. Ja. Ja. Wie es aussieht, müssen beide Zahnräder gedreht werden, damit die Tür aufmacht. Also sehr Koop gelastet, das ist sehr gut. So ein... Sieh mal da, Oswald, an einer Konsole... Die Maschine mit einer Fernbedienung ist in den Verdünner gesunken. Oh nein. Wenn wir eine Fernbedienung je wieder haben wollen, müssen wir die Maschine wieder zum Laufen bringen. Vielleicht gibt es hier einiges, das mit Tonfarbe gemalt werden kann. Ja, ich gucke ja schon. Hier nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Vielleicht gibt's hier einiges, das mit Tonfarbe gemacht wird. Ja, habe ich schon verstanden. Ich weiß nur nicht, was. Du bist da, dann wird es ja was bedeuten, dass du da bist, oder? Ja. Ich verwende einfach meinen Arm, um mich darum zu kümmern. Sie. Jetzt zeige ich dir, wozu ich wirklich fähig bin, Mickey. Aha. Hey, ich habe gemacht. Sieh nur. Worauf warten wir noch? Möchtest du Hortensia nicht suchen? Natürlich möchte ich das. Ein echter Anstecker. In der Mean Street Nord gibt es eine Ansteckerhändlerin. Begib dich auf die andere Seite des Drehkreuzes. Schnapp dir den Griff und lauf vorwärts, um ihn zu drehen. Damit müsste sich der Lift nach oben ins Labor bewegen. Aha. Ich halte doch X gedrückt, mein Freund. Aber mit X springt der Typ nur. So. Ah. Dann drehen wir das Ding mal. Rauskommen wollen, musst du deine Fernbedienung einsetzen, um diese Maschinen zum Laufen zu kriegen. Ja, Oswald, mach mal. Versuche den Schalter zu aktivieren, der mit der Maschine verbunden ist. Mal sehen, ob wir sie zum Laufen kriegen. Alter, als Oswald höre ich, ich bin aber nicht Oswald. Wo muss Oswald denn hin? Da ist ein Ding, da muss er hier noch hin, ne? Oswald, komm mal her. Wald? Nein, du sollst nicht hochgeworfen werden. Mach das hier mal. Hier. Ja, das hätte man noch machen können, dass wenn man alleine spielt, als Singleplayer, dass man dann zu Oswald wechseln könnte. Los, mach mal hier. Hallo. Oswald, wo willst du hin? Bist du blöd? Hier. Oder warum stehst du hier?
Alter, als Oswald-Dreieck gedrückt, aber ich kann doch gar nicht Oswald, ich kann doch gar nicht Oswald werden, oder? Habe ich irgendwas verpasst? Kamera zentrieren, Skizze verwenden, Farbe verdünner, Kamerasteuerung bewegen, ziehen, in den Zielmodus wechseln, Fotografiermodus, Koop-Action, Wirbelangriff, springen und interagieren. Nö. Kann ich mir nur vorstellen, dass ihr mit Koop-Action macht. Komm mal her, Oswald, Koop-Action hier. Hallo, mach mal hier drauf. Du blöd? Ich habe das nicht richtig kapiert. Komm mal her, ja. Wer gehört mir? Ja, dann mach los. Spritz da drauf oder was du auch immer machen willst. Mach dir keine Sorgen. Verstehe ich nicht. Ich bin am Ball! Ja, dann mach doch! Oswald! So? Der gehört mir! Hä? Nix? Ah! Ich muss hier was machen! Wer gehört? Oswald, du musst beide Elektroden an der Maschine gleichzeitig treffen! Ja, dann mach! So funktioniert's nicht. Die Ladung kommt nicht an. Du musst den Strom so lenken, damit dieses Ding wieder funktioniert. Ich sei vorsichtig. Wenn du das verdünnst, könnte das die Maschine zerstören. Wenn die Maschine jetzt Strom bekommt, wird sie überlastet. Vorsicht! Na also. Dieser Hof führt zum Bahnhof. Ach so, oh. Ich habe jetzt quasi die Verdünner-Action, also das Böse, gewählt. Ich hätte auch das anlassen können und hätte dann das da oben gemacht. Dann wäre es, glaube ich, richtig gegangen. Okay, dann haben wir jetzt halt mal die Action gemacht. Da ist ja egal. Komm. Da noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen was. Ah, okay. Die haben hier nichts verloren. Erstmal müssen wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Um Feinde freundlich zu stimmen, feuere Farbe auf sie ab. Oder verdünner, um sie wegzuverdünnen. Du kannst auch deinen Wirbelangriff nutzen, um sie zu erledigen. Okay, ich glaube, ich habe ihn freundlich gestimmt, oder? Hallo, freundlich stimmen. Na also. Okay, so ganz weit ist mit der Steuerung noch nicht raus, aber klappt schon irgendwie. Diesen Ort wird es bald nicht mehr geben. Lass uns diesen Schutt hier verwenden, um zum Bahnhof zu gelangen. Machen wir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schlucht zu breit ist, um sie zu überspringen. Ich hab's. Gemeinsam kommt ihr hin. Sobald Oswald in die Luft springt, kann er hinübergleiten. Und Mickey, wenn du hochspringst und seine Füße greifst, kommt ihr beide auf die andere Seite. Du kannst mich hier, wenn du bist, um nach Oswald zu greifen. Hab ich doch gerade. Ja. Also hätte ich ja keinen Doppelsprung gemacht, wenn ich nicht nochmal X gedrückt hätte, oder? Ja. Ah, so ein bisschen buggy ist das noch, wenn man alleine spielt. Zumindest kommt mir das so vor. Wenn man das im Koop spielt, dann sollte es eigentlich klappen. So. Ah. Na also. Ein Stück Stoff, was? Wir sollten es zum Herrenausstatter bringen, mal sehen, was er damit macht. Okay, machen wir. Was ist das für ein Wesen? Ist das ein Phantomtronic? Oswald, versuche den Elektroimpuls deiner Fernbedienung zu verwenden, um dieses Monster zu lähmen. Sobald es abgelenkt ist, spring auf den Knopf an deinem Kopf. Mal sehen, ob du den Phantom ihm aus dem Kopf kriegst. Okay, Oswald, mach nochmal. Bitte. Oswald, mach deine Fernbedienung. So.
Okay, ich denke mal, es ist jetzt freundlich gesinnt, ne? Ja, sieht so aus. Los jetzt! Wir müssen hier weg! Hortensia, wie kommst du denn hierher? Nun? Du bist nicht der Einzige, der Abenteuer erlebt. Ha, ist sie nicht die Beste? Es wird immer schlimmer. Moment, sind das Feuerwerkskörper? Oswald, hatte ich dir nicht gesagt, du sollst sie loswerden? Hab ich doch. Ich meinte, warum wollte ich doch? Aber... Nur eine Minute oder zwei. Wenn Oswald diese Feuerwerkskörper unter Strom setzt, gehen sie hoch. Oder wenn wir sie neben diese Steine schieben und sie anzünden, dann... Ja, macht's Peng. Oswald, unternimm was! Okay, sieht nach dem Ende aus der Demo. Ich muss ja sagen, war ziemlich vielversprechend. Ja. Sieht auch immer noch ziemlich vielversprechend aus, aber ich muss sagen, hier natürlich ist das Disney, das heißt, es ist alles... Friedlich, freundlich kann man sich nennen. Hier sind überall Bossgegner und was weiß ich, aber so der ganze, die ganze Art, so ist sie nicht die beste, hat Oswald gesagt, so diese ganze Mickey-Art, hier ist halt natürlich im Spiel drin, das muss aber auch drin sein, das ist kein richtiges Mickey-Spiel und auch kein richtiges Disney-Spiel. An sich sehr gut, ab November im Handel, also mittlerweile müsste es das geben. Gibt's glaube ich auch schon. Ich find's nicht schlecht, also von mir aus ruhig eine Empfehlung. Kann halt auch diese Entscheidung, die man immer drin hat, Verdünner oder Farbe, was weiß ich. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war der erste Part. Ging jetzt halt nur ungefähr eine halbe Stunde, weil, wie gesagt, eine Demo, ne? Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder oder in anderen Projekten. Also bis dann und auf Wiedersehen.